Auf dem grünen Hügel von Bayreuth haben sich heute wieder die Fans von Richard Wagner versammelt. Die Festspiele begannen mit einer Neuinszenierung der Oper Tristan und Isolde durch den isländischen Regisseur Arnason. Der hat bereits eine düstere Interpretation der Liebesoper angekündigt. Für Gesprächsstoff dürfte auch der Vorschlag von Kulturstaatssekretärin Roth sorgen, Bayreuth auch für andere Musik als Wagner-Opern zu öffnen. Dafür gab es bereits Kritik. Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung der Wagner-Festspiele drängen sich bei schönstem Wetter zahlreiche Schaulustige an den Absperrungen. Für einen Blick auf die Premierengäste haben manche einiges auf sich genommen. Ich komme extra aus Italien, finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß bloß, Roberto Blanco soll wohl kommen. Angela Merkel hat abgesagt. Ich komme schon 60 Jahre und für mich ist der erste Tag immer besonders. Aus der Bundespolitik ist allerdings kaum jemand vertreten. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird ausgebuht. Sie hatte im Vorfeld vorgeschlagen, das Festspielhaus auch für andere Stücke als für die von Richard Wagner zu öffnen, beispielsweise für die Oper Hänsel und Gretel. Dieser Vorschlag wurde von der bayerischen Landesregierung sofort abgelehnt. Bayreuth müsse Wagner vorbehalten bleiben, der die diesjährige Eröffnungsoper Tristan und Isolde extra für dieses Haus komponiert hatte. This kind of music takes you. Diese Art von Musik nimmt dich mit, ob du es willst oder nicht. Ganz gleich, in welchem emotionalen oder körperlichen Zustand du dich befindest, was du auch immer eine Stunde zuvor oder in den letzten Monaten erlebt hast. Das Erlebnis Bayreuth ist nun wieder bis Ende August möglich. In diesem Jahr sind die Festspiele bis auf wenige Restkarten ausverkauft.